Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ups, da. wir laufen. So. Wir laufen zu der Farm, die da drüben irgendwo ist. Jo. Und erkunden die einfach mal. Bam, ba, ba, dam, bam, 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 ba, bam. Da, dam, da, dam, dam, dül, dül, dül. Was? Rudelveteran. Moment, das sind unsere Leute. Ah! Das sind unsere Leute. Unsere Raider. Das Rudel ist hier. Ja, hi. Ich bin's, der Oberboss. Die kommen schon klar, die brauchen uns nicht. Boah, ey, wie weit ist denn das noch? Hui! Da, da. Fusionskern entfernt. Ja, ja, schon klar. Da, 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 da. Unter dem leuchtet schon irgendwas komisch. Jo. Aha, warte. Wow. Ich will wieder raus aus dem Wasser. Warte mal ganz kurz. Kann man hier irgendwie... Aha, weil ich so komisch gelaufen bin, muss ich durchs Wasser durch. Na, großartig. Dann noch zuerst vielleicht hier. Ja. Yeah. So. Alle hopp. Hüp, hüp. Hüp. So, da, 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 ab. Irgendwo da drüben ist ein Schiff. Die da? Das da? Tut mir leid. Das ist jetzt wieder, ja, Unterwassergeschichte, ne? Licht haben wir. Jetzt. Sehen tut man halt nicht viel. So, machen wir zuerst das da. So. Ich habe irgendwie das Gefühl, man kommt nicht näher. Das Teil ist wahnsinnig weit weg. Das Schiff. Da können wir vielleicht doch erstmal Richtung fahren. Oi, 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 oi. Puh. So. Ach du Heilige. Ach so, das ist eine andere Markierung gewesen. Okay. Alter Schwede. Hüp. Jawohl! Gut, Warwick. Hallo! Mama und Papa waren früher viel fröhlicher. Oh. Und was haben wir da drüben für ein Schiffelein? Das müsste mal auch dann entdeckt werden tun. Ein Schiffewrack. Kuckuck! Hallo. Sehr gut. Haben wir das auch? Wir können mal mit den Leuten da sprechen, ne? Von den Dingens. Von dieser Farm hier. Vielleicht können sie unsere Hilfe gebrauchen. Hallöchen. Bleib auf den Straßen, dann ist deine Überlebenschance größer. In diesem Job wird man nur alt, wenn man damit rechnet, dass einen alle töten wollen. Alle wollen was von meinem Angebot haben. Hey, die hatten Schaden. Du solltest meine großen Waffen lieber jetzt kaufen, sonst tun es deine Feinde. Was dann hast du denn? Mal sehen, was du so hast. Einen Teil von jedem großen Kauf gebe ich für winzige Bäume aus, die ich dann zu deinen Ehren in die Luft jage. Was? Ja. Auf gut Glück, Knarre.
Die Kugeln explodieren beim Einschlag und richten 15 Punkte Flächenschaden an. Yay. Yeah. Stachelrüstung. Aha. Schrott, Blei, Silber, Zahnräder hätte sie dabei. Silber, Federn, Blei. Ich hoffe, dass ich da was brauche. Ich bedanke mir. So. Ihr lieben Siedler hier oben. Ich tue mal die Waffe weg. Seit einiger Zeit läuft hier alles schief. Ach nö, was ist denn? Mama und Papa waren früher viel fröhlicher. Dann ist hier definitiv was faul. Ich habe hier ja noch nie gesehen. Bist du neu hier? Jo, kann man so sagen. Und du? Ungefähr? Ja, nein. Könnte man so sagen. Und du? Hast du hier schon immer gelebt? Ja, ich bin ein echter Commonwealth-Junge. Meine Familie kommt ursprünglich aus Danvers. Meine Frau und ich haben all das hier vor rund 12 Jahren aufgebaut. Ja, ich weiß schon, was du dir jetzt denkst. Wer errichtet denn bitte eine Farm in so einer Gegend? Ist zwar nicht sonderlich imposant und dann der Geruch, aber das ist es ja. Weißt du, das hier war früher mal eine Kläranlage. Der fruchtbarste Boden des Commonwealth befindet sich direkt unter unseren Füßen. Na toll. Was baust du an? Es läuft nicht alles rund, klingt vernünftig. Hier stinkt's. Was baust du an? Im Moment haben wir Mutterbeeren und Potatoes. Das Gemüse, das wir anbauen, wächst so gut, dass wir kaum noch hinterherkommen. Solange wir hier nicht mehr Leute sind, werde ich mein Angebot wohl nicht erweitern. Ich muss zugeben, dass ich mich glücklich schätzen kann, mich überhaupt mit dir unterhalten zu können. Vor einer Weile hatten wir es echt übel. Ein paar Supermutanten haben uns angegriffen und die gesamte Ernte verwüstet. Früher hätten uns die Minutemen geholfen, aber die haben derzeit wohl genug damit zu tun, sich zu streiten. Also waren wir auf uns allein gestellt und wären allesamt fast verhungert. Kein Mann sollte seine Frau und seine Kinder leiden sehen müssen. Weißt du, was ich meine? Alles in Ordnung. Du hast überlebt. Die Mutanten sind wieder da. Könnte schlimmer sein. Alles in Ordnung. Aber jetzt geht es euch gut. Ja, wir sind noch alle hier. Gott sei Dank. Wie dem auch sei, schau dich ruhig um, okay? Wir haben ein bisschen was zum Verkauf, falls du Interesse hast. Das erledigt meine Frau June. Die Kinder heißen Janie und Wally. Die sind immer neugierig, wenn Besucher kommen, aber sie sollten dir deine Ruhe lassen. War echt schön, mit dir zu reden. Hoffentlich kommst du mal wieder vorbei. Jo, gern. Roger. Na, ihr Kleinen? Ach, hallo. Wieso weckst du mich, du blöde Kuh? Was? Früher waren wir alle krank und hungrig. Ich hatte schon Angst, dass wir alle sterben müssen. Der schaut irgendwie aus wie Bruce Wayne von Gotham. Nur kleiner. Oh. Die große Schwester, der kleine Bruder und die Frau. Hi. Bill. Wer bist denn du? Noch so jemand von Rogers geheimnisvollen Bekannten, hä? Ich hab dir nichts zu sagen. Ah, verstehe. Hat der gute Roger vielleicht noch was für uns? Roger. Entschuldigung, dass ich aufwecken muss, aber June, vielleicht hast du was für uns. Tolle Köchin. Ich gebe gern zu, dass das mit ein Grund war, sie zu heiraten. Wir führen hier ein gutes Leben und dafür bin ich dankbar. Okay, mehr ist da nicht. Ich hatte gehofft, dass es sich hier um eine Quest handelt, aber... Jo, das ist dann über die Minutemans, ne? Das heißt, da müsste ich mich jetzt wieder zurückporten. Und wirklich bei den Minutemans Vollgas geben. Das könnte man auch machen. Ja. Okay, soweit so gut. Das Eck haben wir ja schon mal erkundet. Das ist ja auch nicht schlecht. War jetzt da noch was? Irgendwas, was wir, wo wir vorbeigestiefelt sind quasi, aber noch nicht richtig entdeckt haben tun. Schaut nicht so aus, ne? Jo! Wir könnten jetzt echt bei den Minutemans quasi Vollgas geben. Warte. Tarchin. Und probieren, ob das dann doch irgendwann mal vorbei ist, alles zusammen. Gehen wir mal ab. Mal schauen, was er noch hat für uns, der Kerl. Ansonsten überlasse ich das euren fähigen Händen.
und würde sagen, wir beginnen dann wirklich mit dem großen Finale. Aber jetzt schauen wir mal, was der gute Preston noch für uns hat. Ich weiß, questmäßig geht da sicher noch einiges. Aber ich habe die Befürchtung, dass es euch eventuell schon langweilig sein könnte mit diesem LP. Und jo, das neue Jahr rückt immer näher, ne? Und somit auch diverse neue Spiele, die uns sicherlich auch gut gefallen täten tun. Und da regnet schon wieder, ne? Servus, Herr Preston. Du hast deine Entscheidung getroffen. Jetzt komm damit klar. Ich habe den Raider eine Lektion erteilt. Die werden die Siedlung nicht nochmal angreifen. Das ist gut. Ich hoffe, ich erlebe die Zeit noch, in der sich die Leute nicht ständig Sorgen um den nächsten Raider-Angriff machen müssen. Du weißt, was jetzt kommt. Es gibt mal wieder Probleme. Unsere Späher haben eine vielversprechende Stelle für eine neue Siedlung gefunden. Sobald du alles gesäubert hast, platziere einen Funkleitstrahl und informiere die Siedler darüber. Und bevor du dich versiehst, haben wir da eine neue Farm statt des Ödlands. Wir holen uns das Commonwealth zurück, Stück für Stück. Okay. Ah, da geht schon noch einiges. Na dann, wohin? Charge hin. Nehme Kingsport Leuchtturm ein. Wo ist denn der? Da. Kann ich da schon hin? Nein. Oh, das ist klar. Aber da. Zu dem Museum. Da bohrt man uns hin. Dann ist es nur ein kleines Stückchen zum Laufen tun. Ja, dann würde ich sagen, machen wir halt die Minutemans noch weiter, ne? Bis wir halt hoffentlich mal alles erkundet haben. Dann gibt es noch das eine oder andere Level Up vielleicht für uns sogar. Und ich habe immer noch kein Talent gelernt, fällt mir wieder ein. Ja, brav Zocki. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, was ich auf die Schnelle lernen soll. Vielleicht noch was beim Schmied vielleicht? Wenn wir den jetzt schon fertig haben. Mal nachglubschen. Ich glubsch mal kurz. Wartet kurz bitte. So, Glübschi. Also, was hätten wir denn dazu raus, Herr Wahl? Meisterhändler, richtig. Da war was. Beim Kaufen und Verkaufen siehst du beim Händler viel bessere Preise. Wieso habe ich das nicht gleich gemacht, ich Idiot? Annehmen. Pschiu. Richtig, da war ja was. Zum Bauen dann, ne? Weil Schmied, da ist der Schmied, ne? Na, Rüstmeister. Wo ist denn der Schmied? Da, den haben wir schon fertig. Eieiei. Oh, so schlecht sind wir nicht, ne? Huch, automatisch speichert. Jawohl. Ja, ja, schießt euch da noch weg. Wir gehen woanders hin. Könnt ihr euch an dieses Museum erinnern? Das Monster im Museum war eine Todeskralle. Die Todeskrallenmama, die ihr Junges gesucht hat. Hä? Da ist auch was, oder? Was ist denn das? Radioaktiv. What the Deichsel? Ich wollte sie nur mal anschauen. Gratler. Ich denke, wir müssen da noch hin. Später mal vielleicht. Mal schauen, was wir jetzt weghauen dürfen. An Getier oder an Gegnern. Ja, ja, du mich auch. Was? Au! Ein Fanatiker. Ein Kinder des Atoms. Ah, das sind böse da. Echt? Au, au, au! Was ist mit dir, Alter? Wo ist meine Edda? Edderlein. Ich brauche Hilfe. Wo ist sie denn? Ich glaube, die habe ich stehen lassen. Dummerweise. Im Dungeon, ne? Ich glaube, da habe ich einen Blödsinn gemacht. Aber das werde ich gleich korrigieren. Ich weiß ja schon wie. Was haben wir da? Terminal. Was steht denn hier? Das Leuchtfeuer. Wir wurden von unseren Brüdern und Schwestern am Krater damit beauftragt, andere zum Leuchten Atoms zu führen. Wir haben jene mitgenommen, die stark mit Atoms Gabe gesegnet wurden, auf dass sie auf diesem Turm als Leuchtfeuer dienen. Ja, das haben die falsch verstanden. Ihr Licht wird die Gläubigen anlocken.
Sie werden am Turm beten und ihre Pilgerreise zum Krater fortsetzen. Gepriesen sei Atom. Amen. So, der Ketzer. Wieder Ketzer. Aha. Scheinbar hat das Leuchtfeuer auch Ketzer angelockt. Wir müssen ihnen die Herrlichkeit Atoms zeigen. Jene, die sich uns nicht anschließen müssen, reinigen wir, gereinigt werden. So, dann können wir sie dazu verwenden, die Gesegneten im Turm zu füttern. Bitte was? Gepriesen sei Atom. Bitte was? Ihr grauslichen... Entschuldigung, wieder falsch. Ihr grauslichen Grauslichkeiten. Die essen Menschen? Ihr Ferkel? Ich habe die Äther stehen lassen. Das tut mir leid. Die Äther stehen lassen. Sind wir hier schon fertig? Hallo. Wer? Da oben wahrscheinlich wird noch jemand sein, ne? Gehen wir halt mal rauf. Dumm von mir. Hey, ich muss nicht nach Antworten suchen. Atom. Hallo? Wer ballert rum? Aha, falsche Seite. Wer ballert rum? Wer ist denn das? Das sind keine guten Manieren. Geht ja. Wow, jetzt bin ich umgefallen. Super. Ein leuchtendes Monster. Aha, dem wird's gefüttert. Aha. Du bist der Oberleuchtturm, ne? Also das Oberlicht. Was haben wir da? Wieder ein armer Verkäufer. Eine Mini-Atombombe. Jawohl. Ich glaube, ich bin überladen. Ja, ja, war klar. Wartet mal bitte, Küritz. Das Klumpert brauche ich nicht. Geht's wieder? Ja. Ich habe schon wieder verkehrt. Ja, das ist so. Nachladen. Da unten sind zwei Gradler, die machen wir jetzt platt. Da unten sind zwei Gradler, die machen wir jetzt platt. Ra ra da ram ba ra ram da düdel düdel da. Die machen wir jetzt platt. Oh ja, da ram ba ram. Ja. Hä? Wo ist er denn? Hallo? Ah, da. Du Gradler, ich seh nix. Hä? Wo schieße ich denn hin? Hör auf, mich zu treffen, ich schieße dich jetzt um. Hör auf, mich zu treffen, ich schieße dich jetzt ups, um. Wollte ich eigentlich sagen, la la di la la la. Du bist kaputt, hurra. So, sind wir hier fertig? Da unten ist noch jemand. Wo, wie? Ah, da. Hallo. So, jetzt sind wir fertig. Schaut nicht aus, oder? Langsam, langsam. Lebt denn dann noch immer jemand? Tatsächlich, da drüben. Hallo? Jetzt haben wir's. So, baue und aktiviere den Rekrutierungsleitstrahl. Dingens, falsche Taste. Subizoki. Da. Achso, darf man nicht. Wo ist denn jetzt da hier das Baudingens? Weiter oben wahrscheinlich, ne? Ich dachte, unten wäre ein Meierlöck. Ein Dreirad, genau das Richtige für mich. So, ich bräuchte hier eine Werkbank. Die war da drüben, ne? Da. Werkebank. So. Dann bauen wir Spezial. Das könnte ich auch mal bauen. Zur Sicherung dann hier. Aber zuerst, zuerst. Das war jetzt hier drin, ne? Da. Rekrutierungsblabla.
Laser Infin. Was? Oh. Schuss, Damm, Dram, Volt, Strom. Bin ich verkehrt? Hä? Ah, da! Entschuldigung. Das war natürlich verkehrt. Selbstverständlich war das verkehrt. Ich werde es aber, denke ich, schon hier beim Leuchtturm machen. Normal gehört es ganz rauf zum Leuchtturm, da oben drum. Da wäre es sicher schön. Aber das machen wir nicht. Das kommt einfach da her. So. Geht das so? Ja, das darf gerade gehen. Auch hier rüber, so. Ja, eigentlich. Was gut, okay. So. Bäm. Und ein Strömchen. Falsch. Das da. Ein kleiner Generator. Klein und fein. So, dahin. Verbindus Stromus Totalus. Perfekt. So, das müsste passen. Ja, dann gehen wir zurück zum Preston. Presti. Presti, Presti. So. So, mir tut es echt nach wie vor leid, dass ich in Nuka-Cola World da drüben, ne, nicht alle Raider umgehauen habe. Das tut mir echt noch leid. Fühle mich immer noch schlecht deswegen. Ich wüsste auch gar nicht, ob ich es geschafft hätte, ehrlich gesagt. Ob ich es überlebt hätte. Keine Ahnung. Schon. Jo. Jo. Jo, Mike, go. Komm, komm. Lade, lade. Der hat er auch schon fertig geladen. Bist du wieder im Haus? Na, dahinter, denke ich mal, ne? Bin ich voll? Irgendwas stimmt gerade nicht. Hä? Bin ich wieder auf die falsche... Natürlich. Ich bin wieder auf die falsche Taste gekommen, weil ich ein Schopperle bin. Hallo. Oh, danke, das war sehr nett. Hallo, Grießkram. Ich hab dir vertraut, du blöde Kuh. Ich habe dir vertraut. Das werde ich nie wieder. Ich hab den Laden gesäubert, an den du mich geschickt hast. Und ich hab einen Funkleitstrahl platziert. Das sind gute Neuigkeiten. Wenn die Leute erstmal ein Zuhause haben, werden sie auch bereit sein, dafür zu kämpfen. Wie üblich habe ich noch was anderes, um das du dich kümmern könntest. Aber sie machen sich Sorgen, dass die Supermutanten mit Verstärkung zurückkommen könnten. Solltest besser darüber, bevor es zu spät ist. Okay. Der wäre jetzt wo? Landhaus an der Küste. Das tun wir jetzt noch verteidigen tun. Oder weißt was? Machen wir den Part einfach so fertig mit diesen ganzen Minutemen-Geschichten. Und im nächsten Part beginnen wir dann einfach frisch, fröhlich mal mit, ja, mit wen? Ich glaube, mit der Bruderschaft werden wir anfangen. Bringen wir das Ganze jetzt zu einem guten Ende und dann können wir auch in ein paar Tagen ein neues Projekt starten. Vielleicht passt es ja so weit so gut, dass Resident Evil 7 gar nicht fern ist. Mal klubschen. Da raucht's. Hallo. Hier, um zu helfen. Jo, eigentlich schon. Wo ist das, ja, Problemchen? Ich bin hier, um zu helfen. Was gibt's für ein Problem? Vor ein paar Tagen sind Supermutanten aufgetaucht. Waren nicht viele, aber sie haben eine Menge Schaden angerichtet, bevor wir sie vertreiben konnten. Es grenzt an ein Wunder, dass niemand getötet wurde. Aber ich fürchte, sie werden wiederkommen und dann mit Verstärkung. Wir haben die das erste Mal gerade so abwehren können. Wir wären dir sehr dankbar, wenn du uns helfen würdest, uns zu verteidigen. Jo, freilich. Das machen wir aber gern. Errichte Verteidigungsanlage. Das ist jetzt wieder blöd. Ich wollte mich mal vorstellen. Wir haben dein Radiosignal gehört und wollten es mal probieren. Es ist nicht alles wie erwartet. Aber wir sind bereit, hart zu arbeiten, um auf unser Zuhause stolz sein zu können. Also sag mir, wenn ich irgendwas Bestimmtes machen soll. Ich glaube, der Generator brennt. Brauchst du was? Brauchst du irgendwas? Um ehrlich zu sein, sind unsere Lebensmittel knapp. Wenn du da was machen könntest, wäre das toll. Ich glaube, ich habe noch ein paar Karottchen irgendwo. Och, du liebe Zeit. Wenn du da was machen könntest, wäre toll. Ja, ja. Ihr armen Schweine, habt ihr überhaupt nichts. Weder Wasser noch sonst irgendwas. Und ich glaube, ich habe nichts mit, damit ich das bauen kann. Dreck. Aber wenigstens was zum Essen, glaube ich. Eine Karotte könnt ihr schon mal haben. Wo bauen wir denn das Feld hin? Ich habe da hinten, glaube ich, schon mal angefangen, oder? Da. Ja. Da, würde ich sagen. Machen wir hier mal eine Karotte.
So, haben wir auch. Ja, Klingenkorn haben wir auch. Das ist sehr fein. Vielleicht hat das hier irgendwie Platz. So. Perfekt. Haben wir noch was? Mais. Ja, Mais ist immer gut. Mais ist immer gut. Kann man das so zwischen? Schaut das hübsch aus? Ich weiß nicht, ob das hübsch ausschaut. Schaut das hübsch aus? Tun, tuli, tut. Hier vielleicht. Da so lang. Am Zaun. Das schaut vielleicht nicht so deppert aus. So. Hm, 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 hm. Ja. Jo. Dann haben wir noch was. Eine Melone. Eine Melone für uns, lala. Eine Melone. Da ist alles so schief, da schwebt alles in der Luft. Ich will es da oben probieren. Vielleicht hier so. Und ein paar Tau-Pflanzen noch. Vielleicht geht sich hier eine aus. Oder vielleicht hier ums Eck. Daher, da wäre sie hübsch. Wow. Jetzt gehe ich schon fast aus dem Baumenü raus. Entschuldigung. Einmal. Okay, wir haben nur eine. Ist auch gut. So. Essen. Essen haben sie genug. Wasser ist scheißlich. Energie ist auch scheißlich. Jo. Hallo. Ich habe die Edda vergessen. Radler, du Drecke da. Ich hoffe, ich treffe irgendwas. Wow! Hallo, hallo! Was soll denn das? Alter. So, der nächste. Du Sackelpicker. Wo ist denn? Bum, bum, bum. Noch jemand? Na. Ich glaub's nicht. Fertig. Wir haben gewonnen. Ohne dich hätten wir es nicht geschafft. Die Minutemen waren für uns da. Das werden wir nicht vergessen. Das ist schön. So, ich brauche ein Hilfsmittelchen mal. Und zwar, wo haben wir denn das gute Zeug? Warst du das? Wo ist es denn? Das war's, glaube ich, ne? Ja. Und was? Wir haben nichts mehr zum Essen? Frechheit. Dann würde ich sagen, auf Quee, auf 8. Und ich sauf das mal. So. Boah. Ja. Ja, das war gut. Was glaubst du? Das war richtig gut. So, dann wieder zurück. Bericht erstatten, ne? Nein? Doch, sicher. Freilich, wir haben noch Zeit. Mal auf die Uhr schauen. Alles gut, wir haben noch Zeit. Vielleicht geht sich sogar ein Level Up noch aus. Das wäre ja auch noch schön, oder? Oder? Und dann freue ich mich schon drauf auf das Finale, lalalale. Ich denke, Bruderschaft werden wir anfangen. Ich glaube, das ist gut. Brüderschaft. Die Brüderschaft. Die Brüderschaft. Die Brüderschaft. Die Brüderschaft. So. Hallöle. Ich glaube, der Preston ist wieder da hinten. Jo, das hoffen wir doch. Wir haben dieses Servus. Überfallkommando der Supermutanten erledigt. Die werden keine Siedlungen mehr angreifen. Schön zu hören. Schritt für Schritt werden wir das Commonwealth zu einem sicheren Ort für Leute machen, die einfach in Frieden leben wollen. So wie immer gibt es ein neues Feuer, das gelöscht werden muss. Sie sind hier. Ich hoffe, du kannst ihnen helfen. Wir müssen den Leuten zeigen, dass sie sich wieder auf die Minutemen verlassen können. Hoffentlich. Auch wenn es uns ständig umbringen will. Immerhin ist es im Commonwealth nie langweilig. Jo. Aha, da haben wir dann Leuchtturm, den wir gerade eben vorhin erkündet haben. Tüt. Na nü, da. Dann porten wir uns dort dahin. Jojo. Alter, was wir da überall Schrott brauchen würden eigentlich, ne? Ich meine, die Edda hätte ja... Ah, ich habe die Edda schon wieder vergessen. Grrr. Das machen wir. Das mache ich gleich. Im Anschluss. Dann, wenn wir dabei Preston sind. Ich hoffe, ich vergesse nicht nochmal. Ich mache mir eine Notiz. Edda holen. Edda.
3 Rufzeichen. So. Servus. Warte mal, nicht weglaufen. Hey. Entschuldigung. Hä? Wir könnten wirklich deine Hilfe gebrauchen. Bin schon da. Die Minutemen haben mich geschickt. Ich gehöre zu den Minutemen. Wie kann ich helfen? Irgendwas Fieses lebt hier in der Gegend. Ist nur eine Frage der Zeit, bis es zu ernsten Schwierigkeiten kommt. Das wirklich Blöde an der Sache ist, dass der Ort sich super für eine neue Siedlung eignen würde. Ich kenne ein paar Leute, die sich sofort da niederlassen würden, wenn es sicher wäre. Wenn du dafür sorgst, dass die alte Werkstatt dort intakt bleibt, kann bei einer späteren Besiedelung leicht wieder alles aufgebaut werden. Ja, gern. Kein Problemchen. Ich kümmere mich für euch um sie. Das hoffe ich. Wir wussten nicht, was wir tun sollen. Na dann, ein Dungeon. Wo ist denn dieser Dungeon? Da. Das heißt... Wow. Ich glaube, das passt so, ne? Dann ein Stückchen rauflaufen und dann ist gut. So, ein neuer Dungeon. Ich hoffe, ich kriege den heute noch hin. Einfach rein, raus. Ich werde auch nichts looten. Ich bin ganz brav. Ich werde nichts looten. Rein, raus. Dann gehen wir zu unserer Vault zurück. Hau das Krempelwerk dorthin. Ich lasse einfach alles so, wie es ist und gut ist. Und wir fangen dann wirklich im nächsten Part wirklich, wirklich mit der Bruderschaft an. Ja, Himmelsseiten. Was soll denn das? Da drin ist jemand. Super, ich treffe echt viel. Kann ich mir nur selber wieder gratulieren. Sind wir fertig? Ich hoffe doch. So, da drüben. Die Brüderschaft fliegt auch schon wieder rum. Auf Patrol-IE. Kann ich da durch? Ja. Patrol-IE. Oh. Etta? Ah, da kommt sie eh schon. Sie ist einfach nur im Dungeon stecken geblieben. Frag mich nicht warum. Aber jetzt ist sie Gott sei Dank wieder bei uns. Hallöchen. Da haben wir ein Guli-Gul. Super, viel getroffen. Guli-Guli-Gul. 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 Alle Guli-Gulis. Ich wollte nichts mehr tun. Etta, nachdem du wieder da bist, nimm doch mal was ab, bitte, ha? Sei so gut. Etta, warte, halt. Jo, bitte. Das wäre sehr nett. Du kannst da wieder schleppen helfen. Ich fürchte, allzu viel kann sie eh nicht mehr tragen. Was haben wir da noch? Da haben wir noch ein paar Schuss. So, Bergbauhelm. Boah, 12 von diesen Dingen haben wir schon. Okay. So, den Schrott geben wir ihr auch noch. Ich hoffe, sie kann noch ein bisschen was tragen. Passt. Ah, da geht schon einiges. Die Äther kann schon schleppen, meine Lieben. Die kann das mittlerweile. So. Hey, da ist ein Moped. Ein Moped. Eine Maschine. So, wer ist noch hier? Passt, ich will da rein, also runter zuerst. Servus. Und rein da. Aha, das müssen wir aufknacken. Ja, brich ihn ab. Hast du recht, brich ab. Kostet mir noch wertvolle Zeit hier. Da. Hm?
dann schauen wir uns um. Also reinsprinten, raussprinten. Uah, da, Deichsel, Alter, Edda, Entschuldigung. Was denn da? Hallo. Also so geht das nicht da. Wie stürmisch dieses Empfangskomitee schon wieder ist, Wahnsinn. Hallo, leuchtendes Scheißding. Ein weiterer Kackghoul. Kackghoul, Kaputus, Blastus, Talus. Du sollst auch verrecken. Na, passt. Der ist hin, passt. Dahinter rennt noch einer rum. Unaufhaltsam Flammenwerfer. Füllt deine Aktionspunkte bei einem kritischen Treffer wieder auf. Jo, schön. Ja, wo kommst du jetzt her? Was ist das für ein Specki? Ja, yeah, wupp, Level up erreicht. Zubi, verbrannter wilder Ghoul. Der ist etwas übergewichtig, ha? Huh? Fertig hier? Sind wir fertig? Ein Safe-Line. Den machen wir gerade auf. Ich habe ich übrigens schon wupp. Super. Wupp gesagt für Level up. Wenn nicht, dann ist das eben jetzt. Wupp, Level up erreicht. Ha. So. Na komm. Jawohl. Cool. Oh yeah. Wir sind so cool. Da haben wir auch noch ein paar Sachen. Wupp. Wer ist denn das? Theodor Crow. Arme Sau. Ein Terminal. Solange in der Bauerrüstung bist, geht das nicht. Da ist kein Doch, das da ist ein Stuhl. Ich habe den Stuhl gesehen. Ja, tut mir leid. Jetzt er. So, was haben wir denn da? Herzlich willkommen. Tagebucheintrag. Erster. Wen stört das schon? Okay, da fangen wir da oben an. Als mein Vater sagte, dass nichts die Familiendynastie der Krups erschüttern könnte, nicht einmal die erdrückenden Schulden durch einen schlechten Aktienhandel, dachte er wahrscheinlich nicht an eine Welt voller Strahlenvergiftungen. Rückblende. Als ich die Pilzwolke aufsteigen sah, dachte ich, irgendjemand hätte sich einen schlechten Scherz erlaubt. Ich hatte für etwas gebetet, das uns die Schulden nimmt, aber das wollte ich natürlich nicht. Ich würde lieber ein Leben als Arbeiter führen, statt mitzuerleben, wie mir ein Großteil meines Gesichtes im Schlaf abfällt. Ja, genau. Tagebucheintrag, 2. Februar 1920. Ach, ist ja wurscht. 2078, ne? So. Tja, es könnte schlimmer sein, stell dir vor. Ich habe den Rest der Familie im Keller eingesperrt. Na, bravo. Und den Schlüssel versteckt. Ich habe es nicht übers Herz gebracht, sie umzubringen, auch wenn sie ekelhafte Monster sind. Trotzdem ist das... Entschuldigung, das... Schöne Bezeichnung für Familienmitglieder. Auch wenn sie ekelhafte Monster sind. Trotzdem ist das da drin noch meine Tante Belinda. Jetzt nicht mehr. Ich habe herausgefunden, dass es noch andere Überlebende hier draußen gibt. Manche von ihnen sehen wie überfahrene Tiere aus. Sie haben die getötet, die sich in Monster verwandelten. Und das versucht, und dann versucht, uns Normale umzubringen. Was seltsam ist, keiner der wilden Ghule schien diejenigen von uns angreifen zu wollen, die auseinanderfallen. So, ja, so. Tagebucheintrag, der 10. Februar 78. So. Okay, es hat funktioniert. Ich bin in den Keller gegangen und den Rest der Familie hat nicht versucht, mich zu töten. Juhu, im Grunde genommen beachten sie mich gar nicht. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist nämlich, ja, stell dir vor, die alte Welt ist tot und alle sind wieder bei Null. Unsere Schulden sind verschwunden und wir können neu beginnen. Also wenn ich noch wie ein normaler Mensch rede, funktionieren und handeln kann, dann können sie das auch. Sie brauchen nur einen kleinen Anstoß. Schon bald wird die Familie Group wieder ganz oben sein. Das schaut nicht so aus. Und zu guter Letzt, wen stört das schon? Hunderte von Jahren, Hunderte. Ich kann verdammt nochmal nicht sterben. Keiner von uns kann das. Ich habe hunderte Jahre damit verbracht, diesen Kreaturen beizubringen, wie man sich menschlich verhält. Ich habe nichts vorzuweisen. Außer vielleicht, dass mein Cousin James den Unterschied zwischen einer Salatgabel und einer normalen Gabel kennt. Ja,
Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob er einfach nur gut redet. Wie zum Teufel sollen wir wieder zur wohlhabenden, in der Öffentlichkeit stehenden Familie Krupp werden, wenn wir alle Monster sind? Das bringt nichts. Ich schwöre bei Gott, ich werde Tante Belinda den Kopf einschlagen, wenn sie mir nicht zuhört. Schaut nur alle hin. Na bravo. Na bravo, jetzt dreht er durch. Durchdreht ist er, durchdreht. Idiot. Aufgepasst. Durchgedreht. Edda, du musst mir bitte wieder was abnehmen. Ich bin schon wieder voll wie ein Christbaum. Und oben rein. Ja, Edda kann auch nichts mehr schleppen. Warte. Und meine Rüstung brauche ich noch. Hallöchen, Rüstung. Und der Part ist zu Ende. Perfekt. Perfekt. Ich werde diese Quest jetzt also nicht mehr bei Preston abgeben, sonst kriegen wir eine neue Quest und dann wird die nämlich verhaut sein tut, wenn ich sie nicht erfüllen kann. So, also. Meine Lieben. Wir lassen das mal mit den Minutemans. Wenn es denn sein muss und die ebenfalls eine Fraktion sind, quasi so wie die Bruderschaft, und wir das hier weitermachen müssten, können wir es uns später eh noch überlegen. Wir werden jetzt mal mit der Fraktion Bruderschaft beginnen im nächsten Part. So, zuvor. Ach so, da muss ich noch was bauen. Na, wieso? Muss ich da jetzt echt was bauen? So ein... Habe ich nicht schon so ein Signaldingens gebaut? Das ist doch der Leuchtturm, genau. Der Leuchtturm von vorhin, oder? Hä? Nicht? Ist das der da drüben gewesen? Sicher, ne? Passt schon. Freilich. Achso, da brauche ich nur denen berichten. Ja, das machen wir noch. So, das machen wir noch. So, ich bin verwirrt. Genau. So, lala. Also, berichten haben wir abgeschlossen. Zu Preston gehen wir nicht zurück. Und dann werden wir einfach mal hier ganz frech speichern und den nächsten Part bei der Bruderschaft oben beginnen. Jo. Würde ich sagen. Jo. Wusch. Und da geht's schon um. Ne? Kaum sind wir gelandet, scheppert schon wieder. Hallöchen, Herr Ghoul. Wo bist du? Herr Ghoul. Herr Ghoul. Da liegt noch jemand. Herr Ghoul. Herr Ghoul. Da ist er. Gibt es irgendwas, das ich für dich tun soll? Brauchst du was? Irgendwas? Die Lebensmittel sind knapp. Das ist hart für uns alle. Ja, ich weiß. Ich sollte hier noch was herbauen. Servus. Zurück. Hast du dich schon um unser kleines Problemfleckchen gekümmert? Ich hab den Laden gesäubert. Sollte jetzt sicher sein. Deine Freunde können also kommen. Schön, mal ausnahmsweise ein paar gute Neuigkeiten zu hören. Jawohl, so, wie gesagt, zu Preston gehen wir nicht zurück. Aber habe ich noch irgendwas mit? Gemüse, Obst? Ich glaube, da habe ich gar nichts mehr, ne? Da habe ich alles schon erfolgreich verbrauchen tut. Was ist denn das? Ressourcen, passt schon. So, das Zeichen war gerade komisch. Ich glaube, da habe ich nichts mehr mit, ne? Scheißdreck, da nichts mehr. Gut. Ich werde jetzt, nur damit ihr Bescheid wisst, einen kleinen Abstecher in unsere Vault 88 machen. Den gesamten Schrott, oder ich hau den Schrott da rein. Ist eigentlich eh schon wurscht, ne? Da klischt es die ganze Zeit. Ich hau den Schrott einfach mal hier rein. Was? Und wir werden uns dann im nächsten Bad bei der Bruderschaft wiedersehen. Und wieder hören. Genau. Also dann, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche ich einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!